Seacrowds. Moin Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück hier auf unserem Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Heute setzen wir die Reihe im Trockendock weiter fort mit der Kosek, dem Premium T8 Zerstörer. Kurze Geschichte: Kiellegung war im September 36, Startbelauf im Juni 37 und ziemlich genau ein Jahr später war die Indienststellung am 7.06.38. Ein Zerstörer der Tribal-Klasse und wurde direkt nach der Indienststellung dann der Mittelmeerflotte zugeordnet. Hatte dann einen Sicherungseinsatz im Mittelmeer für halt Konvois, die da umherfuhren zur Versorgung von Malta zum Beispiel. Ja, und wurde dann zur Homefleet abkommandiert. 1940 war sie am Altmark-Einsatz beteiligt. Das war ein Einsatz, wo britische Handelsseeleute festgesetzt waren von einem deutschen Schiff, der Altmark nämlich. Und sie wollten da diese Seeleute befreien, was ihnen auch gelang. Es gab halt ein Feuergefecht an Bord und so weiter und so weiter. Das Schiff war daran beteiligt, diese Seeleute zu retten. Als nächstes gab es eine Beteiligung am zweiten Seegefecht von Narvik, wo dieses Schiff die Erich Gese versenken konnte unter Mithilfe von anderen alliierten Zerstörern, wurde dann aber im Laufe des Gefechts selber getroffen und lief auf ein Wrack auf. 11 Besatzungsmitglieder starben dabei, also bei dem Feuergefecht und bei dem Auflaufen auf dem Wrack, und 23 wurden schwer verletzt. Durch Hochwasser kam das Schiff dann wieder frei und es wurde abgeschleppt, repariert und eine Kampfwertsteigerung wurde durchgeführt. Und zwar wurde das Schiff mit Radar ausgestattet und die Türme wurden von den 120 mm befreit und es wurden neue Türme raufgesetzt, nämlich 102 mm Kanonen. Danach war das Haupteinsatzgebiet das Aufspüren deutscher Seehandelszerstörer, also die Zerstörer, die den Handel zwischen Amerika und USA eben verhindern wollten, die Nachschub. Und wurde dann kurzfristig aufgrund des Vordringens der Bismarck in den Atlantik abberufen, da an der Versenkung der Bismarck dann teilzunehmen sozusagen. Ist dann auch passiert, in einer Nachtaktion mit anderen Zerstörern zusammen sollte die Bismarck halt in Schach gehalten werden. Diese Operation scheiterte zwar, aber sie sorgte dafür, dass die Besatzung der Bismarck die ganze Nacht wach bleiben musste. Im darauffolgenden Tag wurde die Bismarck dann endgültig versenkt und der Legende nach nahm dieser Zerstörer die Katze der Bismarck, also die Seekatze, an Bord. Das hat ihr aber trotzdem nicht geholfen, vielleicht war es auch ein Omen, denn am 24.10. wurde sie durch die U-536 stark und schwer getroffen durch ein Torpedo. Das Schiff wurde nicht gleich versenkt, sondern es lief halt langsam voll und es sollte dann abgeschleppt werden. Im Rahmen des Abschleppens wurde das Wetter immer schlechter und aus Sicherheitsmaßnahmen musste dann die Leine gekappt werden und auf dem Weg nach Gibraltar zurück. Ja, und danach wurde das Schiff dann dem Meer überlassen und ist dann tatsächlich versenkt worden. Ja, also es ging halt relativ zügig. Im Jahr 41 war das dann da vorbei. Ja, und nun kommen wir zu der Interpretation der Kosek von Wargaming in dieses Spiel. Wir wollen das heute vergleichen mit der Lightning, weil es genau ein britischer Zerstörer ist und halt auf der Tier 8 Stufe unterwegs ist und anbei so ein bisschen ein paar Ausflüge zu anderen DDs auf der Tierstufe machen, aber hauptsächlich halt mit der Lightning vergleichen. So, wir haben Überlebensfähigkeit, damit fangen wir nämlich oben an und da geht es nämlich direkt los. 15.200 Strukturpunkte, das ist einfach mal auf dem Punkt 700 Trefferpunkte weniger als die Lightning hat und allgemein sind 15.000 Strukturpunkte nicht gerade besonders viel. Es gibt viele Premium-DDs wie die Kit, wie die Leterrible zum Beispiel, die viel mehr Trefferpunkte haben. Es gibt ein paar Forschungsbaum-DDs, die auch mehr Trefferpunkte haben, zum Beispiel die Z23 auf der gleichen Tierstufe. Und es gibt dann halt auch zum Beispiel die Luoyang als Premium-DD, der dann sogar weniger hat. Also man bewegt sich aber da eher am Ende des HP-Pools für Zerstörer auf dieser Tierstufe. Gucken wir uns kurz die Panzerung an, die ja so gut wie nicht existent ist. Wir haben, wie gesagt, ein DD hier vor uns. Da spielt die Panzerung nicht so eine große Rolle. Wir haben hier 19 mm, 13 mm. Also ist also ganz klar, dass man hier relativ leicht dann durchkommt. So. Artillerie. Und das wird jetzt schon ein bisschen interessanter. Wir haben hier
4 Türme, ja, vorne 2 und hinten 2, jeweils 2 Rohre, Kaliber 120 mm. Keiner der Türme im Verhältnis zur Lightning kann sich um 360 Grad drehen. Bei der Lightning gibt es eben die Türme, die sich komplett rumdrehen können. Hier hat man halt immer nur den Schwenkbereich von, ich sag mal, 270 Grad so ungefähr. Und ja, das ist aber jetzt noch nicht so ein großer Nachteil, weil die Turmdrehzeit an sich 9 Sekunden beträgt. Das Schiff wurde ja vor kurzem nochmal gebufft mit dem Update 0710. Und ja, die Ladezeit hier 5 Sekunden, eine halbe Sekunde länger als die Geschütze, die die Lightning hat. Die hatte 4,5 Sekunden Nachladezeit. Wir haben hier einen Alpha-Schaden von 1700 Punkten. Das hat übrigens die Lightning auch, aber die Lightning hat eine höhere Brandwahrscheinlichkeit, nämlich von 9%. Hier haben wir eben 8%. Wir sehen hier, dass die Kosek definitiv hier schon eine Panzerdurchschlagskraft von 19 mm hat bei der HE-Granate und damit auf jeden Fall auf anderen Zerstörern genug Schaden machen kann. Wichtig ist auch hier zu merken, die britischen DDs haben kein Viertel Pen. Ja, sie haben nicht das, was die britischen Kreuzer oder Schlachtschiffe haben. Die haben nämlich ein Viertel des Kalibers, können die an Panzerung durchschlagen, während die britischen DDs, Zerstörer, eben diese Sache nicht haben. Dann haben wir hier bei den AP-Granaten auch 2100 Alpha-Damage, da ist die Lightning aber ein Ticken besser mit 2200. Ebenfalls ist die Geschossreichweite bei der Lightning mit 12,2 Kilometern ein Ticken weiter ausgeprägt, als das, was hier die Kosek bieten kann. Interessante Sache nebenbei, die Projektilgeschwindigkeit der Kosek ist beachtlich schneller, denn über 40 Meter schneller ist das Geschoss. Die Geschoss ist bei 808 Meter die Sekunde, während die Lightning nur 774 Meter die Sekunde hat. Und das Geschossgewicht liegt bei 22,68 Kilogramm, während die Lightning eben 28,82 Kilogramm Geschossgewicht hat. Das ist ganz interessant in Sachen der Penetration bei AP-Granaten. Ja, wenn du natürlich ein leichtes Gewicht hast, fällt das eher mal ins Wasser, sage ich jetzt einfach mal, von der Panzerung, als dass das da einen Durchschlag eben macht. So, ja, wie gesagt, 11,9 Kilometer ist hier die Geschossreichweite, ganz genau 11,89. Und dann kommen wir schon zu den Torpedos. Da unterscheidet sich die Lightning auch, oder die Kosek dann auch, von der Lightning. Also einmal sind es dann hier die Türme, wo die Kosek eben einen Turm mehr hat als die Lightning. Und dann kommen wir zum Torpedowerfer. Die Kosek hat einen Torpedowerfer weniger als die Lightning. Die Lightning hat zwei und die Kosek eben diesen einen. Dafür gibt es dann wiederum andere Vorteile. Also wir kommen hier direkt dazu. Ist einmal ein Viererwerfer, der 10 Kilometer Reichweite hat. Die Knoten sind 62 Knoten schnell sind die Torpedos und ein Alpha-Damage von 16.767. Die Nachladezeit beträgt 66 Sekunden. Und da können wir uns jetzt direkt mal die Lightning zu angucken. Die hat zwei Viererwerfer. Die Reichweite ist 2 Kilometer kürzer, also 8 Kilometer. Die Torpedos sind ein Knoten langsamer und der Alpha-Damage ist fast 1000 Punkte geringer mit 15.867. Außerdem ist auch die Ladezeit bei der Lightning auf 96 Sekunden festgesetzt und nicht auf 66. Das heißt auch nochmal 30 Sekunden länger. Dafür hat sie eben diese zwei Werfer, ne? Man will sie nicht zu stark machen. Wie immer bei britischen Zerstörern ist es so, dass der Torpedowerfer einzeln abzufeuern ist. Also jeder Torpedo kann da einzeln rausgeschmissen werden. Wichtig auch da wieder für den Hinterkopf. Ihr werdet die einzelnen Torpedos nicht nachladen können. Das heißt, ihr müsst den kompletten Werfer einzeln abfeuern und erst dann wird er nachgeladen und ist in 66 Sekunden dann wieder einsatzbereit. Wenn ihr nur ein oder zwei Torpedos rausfeuert, habt ihr nur weitere zwei Torpedos in eurem Werfer drin. Immer schön im Kopf behalten, das kann nämlich bei so einer Attacke, die man da vielleicht auch reitet, um ja ein Schiff einfach mal rauszunehmen, weil sich die Situation einfach gerade ergibt oder man riskiert halt eben möglichst viel und erwartet, dass man vier Torpedos jetzt absetzen kann. Jetzt sind dann aber nur zwei, also immer daran denken. Nächster Punkt ist die Flugabwehr. Die Flugabwehr ist hier mit einem Wert von 9 angegeben und total zu vernachlässigen. Das ist ein sehr, sehr schlecht bewaffnetes Anti-Air-Schiff. Das ist die Lightning jetzt auch nicht gerade. Die brilliert jetzt auch nicht gerade mit Flugabwehr. Aber es gibt definitiv die DDs auf der Tierstufe, die eine sehr gute Flugabwehr haben. Die Kit ist sowieso ein ausgesprochenes Flugabwehrmonster für einen Zerstörer. Ja, und die britischen DDs werden im späteren Verlauf dann auch immer besser. Also T9, T10, Daring und Jutland, die haben mit der Flugabwehr schon ein bisschen mehr am Hut, verstehen das ein bisschen besser, sich da zu wehren. Also das ist definitiv auch eine Schwäche gegenüber der Lightning, dass man hier halt ja doch mal deutlich was an Punkten verliert gegenüber der Lightning. Wert liegt ungefähr bei 23 Punkten. So,
Dann kommen wir zur Manövrierfähigkeit. Die Manövrierfähigkeit ist von der Geschwindigkeit her bei 36 Knoten und wir haben hier 610 Meter Wendekreis, während die Lightning 590 Meter hat. Ruderstellzeit seht ihr hier mit 3,6, die Lightning liegt bei 3,8 standardmäßig. Und die Verborgenheit ist sehr, sehr ähnlich, da unterscheiden wir uns nur um 50 Meter. Erkennbarkeit zu Wasser bei der COSEC ganz genau gesagt 6,97 Kilometer, also aufgerundet 7, hier steht. Und bei der Lightning sind es 7,02, also auch 7, weil da wird es eben abgerundet. Ne? Die Erkennbarkeit zur Luft 3,9 bei der COSEC, 3,81 bei der Lightning. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Wert hier. Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel, das ist soweit deckungsgleich. Und ja, wir können das natürlich runterskillen. Wir haben hier T8-Zerstörer, wir haben mehr Module, die wir einbauen können, wir haben den Kapitän-Skill und wir kriegen beide Schiffe, COSEC und Lightning, auf 5,5 Kilometer und damit sind beide Schiffe sehr, 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 sehr weit vorne in der Verborgenheit. Nur die Kagero ist quasi besser von der Verborgenheit auf dieser Tierstufe. Ne? Also wir immer T8 beachten. Da haben wir jetzt, mit der Kagero haben wir 5,4 und alle anderen DDs sind eigentlich weiter sichtbar. Das heißt, die COSEC ist sehr, sehr gut bewaffnet mit 4 Türmen und kann gegnerische DDs immer noch einen Ticken zeitiger entdecken. Sie hat zwar weniger Torpedos, kann sie aber relativ schnell ins Wasser schmeißen. So eine Sachen, also ich habe bis jetzt noch nicht so super viele Gefechte mit der COSEC gemacht, aber wer britische DDs mag, findet die COSEC richtig, richtig cool, denn die hat ja noch ein paar Boonies und zu denen kommen wir nämlich jetzt. Das ist ein Premium-Schiff, das heißt, hier wird auch immer noch mal ein bisschen was anders gemacht oder zusätzlich erweitert. Und das seht ihr nämlich jetzt hier auch gleich direkt. Wir haben hier nämlich den Motorboost. Wir fangen mal jetzt ein bisschen unorthodox an. Ja, wir haben einen Motorboost drin, was keinen der britischen Zerstörer hat. Und ja, die Wirkungsdauer ist 120 Sekunden und die Ladezeit, also bis es dann wieder verfügbar ist, auch 120 Sekunden. Also ihr könnt 2 Minuten benutzen, 2 Minuten müsst ihr warten, bis es wieder aufgeladen ist. Und dann macht das Schiff dann wieder zu was Besonderem, ja. Also da kann man wirklich nochmal 8% rausholen. Das ist schon ganz geil, da kommt es dann auch an die 40 Knoten ran. Des Weiteren haben wir hier halt die Standardverbrauchsmaterialien. Schadensbegrenzungsteam, ja, 5 Sekunden aktiv, 60 Sekunden Ladezeit, respektive 40 beim Premiumverbrauchsmaterial. Dann haben wir natürlich Nebel. 10 Sekunden wird der Nebel ausgeworfen, das ist ja typisch britische Nebel, kurze Auswurfzeit, kurze Stehzeit der Nebelwand, aber auch eine schnelle Nachladezeit. Ja? Beim Nebelerzeuger 1 habt ihr 105 Sekunden und 5 Aufladungen und beim Nebelerzeuger 2 habt ihr eben 70 Sekunden Ladezeit und 6 Aufladungen. Ne? Also das heißt, hier seid ihr einfach mal eine ganze Ecke schneller. 1 Minute 10 ist der Nebel wieder parat und 40 Sekunden steht ihr selber im Nebel. Plus die 10 Sekunden Auswurf seid ihr bei 50 Sekunden. Habt ihr also nur 20 Sekunden zu überbrücken und dann könnt ihr schon wieder nebeln. Ist eine ganz interessante Sache. Ich benutze das, wie gesagt, sehr häufig immer als Rückzugsmöglichkeiten, wenn man im Gefecht vielleicht einen Ticken zu viel riskiert hat, kein Radarschiff da ist. Dann kann man immer schnell mal den Nebel setzen und einfach durch die Wand weiterfahren. Ja? Wie gesagt, das wird ja nur 10 Sekunden ausgeworfen. Kommen wir nochmal kurz zum Motorboost. Das Standardverbrauchsmaterial hat eben 2 Aufladungen und dauert 3 Minuten, bis es aufgeladen ist. Und das Premium dann eben 3 Aufladungen und dauert 2 Minuten, bis es wieder aufgeladen ist. 8% ist der Boost, also ganz, ganz angenehm. Dann Hydro. Hydro 1, Hydro 2, wie immer. Typisch britische Hydro. Ihr könnt 3 Kilometer weit Torpedos aufdecken und Schiffe 3 Kilometer weit aufdecken. Und auch hier Wirkungsdauer 3 Minuten, Ladezeit 3 Minuten, beim Premium-Verbrauchsmaterial Wirkungsdauer auch 3 Minuten, aber ihr habt eben 1 Minute weniger, die ihr warten müsst, bis ihr das Ding wieder benutzen könnt. Also hydroakustische Suche 2, ne? Ihr habt hier ein Premium-Schiff, nutzt eure Premium-Verbrauchsmaterialien, die holt ihr immer wieder rein, wenn ihr das benutzt. Ihr könnt dadurch länger im Kampf sein und könnt dadurch potenziell mehr Einfluss aufs Gefecht nehmen und das wird euch rückvergütet in der Regel durch Wargaming und durch das Premium-Schiff habt ihr sowieso ja ein besseres Einkommen. Ihr bekommt eine Lackierung, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, dann gibt es Verbesserungen. Und welche Verbesserungen sind jetzt hier bei dem DD denn eigentlich wirklich sinnvoll? Ja, fangen wir direkt oben an. Platz 1, natürlich die Hauptbewaffnungsmodifikation. Ja, ihr habt Torpedowerfer, ihr habt die Hauptbatterie, das sind eure Hauptwaffen, die ihr benutzt. Deswegen gibt es da gar keine andere Wahl. Ja, die Sekundärbewaffnung, die sowieso quasi nicht vorhanden ist, also gar nicht vorhanden ist auf dem Ding. Und die Flak, ja ganz ehrlich, für den Wert brauche ich kein Modul einbauen. Die Magazinmodifikation, dafür ist mir das Modul einfach zu schade. Das kann man mit einer Signalflagge nachher viel besser machen, zeige ich euch gleich. Und der Schadensbegrenzungsteam-Mod, was man jetzt hier noch als alternatives Modul hat, würde ich hier auf gar keinen Fall einbauen. Weil es einfach eine Verschwendung ist. Ne? Das dauert einfach, das verlängert die Wirkungsdauer des Schadensbegrenzungsteams, also um 40 Sekunden.
Also um 40%, Entschuldigung. Ja, das bringt dann mal 4 Sekunden. Das ist aber auf dem Schlachtschiff viel sinnvoller angebracht als auf dem Zerstörer. Punkt Nummer 2, und da wird es jetzt interessant. Wenn ihr Motorboost-Modifikation 1 habt, kann es sein, dass das durchaus eine sinnvolle Variante ist, weil ihr nämlich dann 50% länger den Motorboost benutzen könnt. Und das bringt euch eine ganze Minute. Ne? Ihr habt einen Motorboost, der sonst 2 Minuten geht, dann geht er 3 Minuten. Ja? Also durchaus eine Überlegung wert. Oder ihr schützt euren Antrieb. Das ist eben die andere Variante. Antriebsmodifikation, das heißt, ihr habt eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Antrieb eben ausfällt, dass er unbrauchbar gemacht wird. Warum der Antrieb und nicht das Steuergetriebe? Ist ganz einfach, wenn ihr keinen Antrieb habt und das Steuergetriebe aber deswegen nicht beschädigt ist, könnt ihr euch trotzdem nicht nach vorne bewegen, weil zum Steuern brauchen wir auch einen Antrieb. Darum bin ich der Meinung, ist die Antriebsmodifikation die sinnvollste Variante. Ja, und zwischen den beiden, ne? Schadensbegrenzung, Systemmodifikation brauchen wir hier überhaupt nicht drüber nachdenken. Risiko eines Brandes und Wassereinbruch, ihr operiert in der Regel aus dem Verdeckten, entweder im Nebel oder eben, dass ihr nicht sichtbar seid. Von daher seid ihr auch selten unter Beschuss. Und ganz ehrlich, wenn er da mal brennt, dann könnt ihr euer Schadensbegrenzungsteam nutzen, um schnell wieder zu löschen, wenn die Situation geklärt ist. Ja, also wie gesagt, ich würde hier dazu tendieren, Motorboost-Modifikation einzubauen. Ich sage euch da gleich auch noch einen Grund, weil wir nämlich beim Kapitän natürlich mit letzter Anstrengung skillen und damit könnt ihr mit einem Malus immer weiter operieren. Ja, und euch wird der Motorboost im Gefecht definitiv mehr helfen, weil ihr ihn länger einsetzen könnt, ja, als wenn ihr eben hier die Antriebsmodifikation 1 einbaut. Wenn ihr diesen Motorboost-Modifikation 1 nicht habt, dann ist die Antriebsmodifikation 1 meiner Meinung nach die sinnvollste Wahl. Slot 3 ist dann auch wieder so eine Sache, ne? Also entweder wir bauen hier Zielsystem ein, das heißt die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer wird um 20% erhöht und die Streuung der Hauptbatteriegranaten wird minimiert. Das macht durchaus Sinn, weil ihr doch relativ weit schießen könnt, ne? Ihr seid fast an die 12 Kilometer dran von der Reichweite her und die Streuung hier ist bis 104 Meter angegeben. Wenn ihr die Zielsystemmodifikation einbaut, wird die Streuung geringer. Und ihr könnt auch auf große Kampfentfernung immer noch die Ziele vernünftig treffen. Oder ihr baut eben den Nebelerzeuger ein. Der Nebelerzeuger hat den Nachteil, dass die Dauer der Nebelwand reduziert wird. Und die Dauer der Nebelwand ist hier nur mit 40 Sekunden angegeben. Ihr verliert 5%, also wird die Nebelwanddauer auf 38 Sekunden reduziert. Wenn ihr die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials. Ihr werft jetzt 10 Sekunden aus, wenn ihr dieses Modul einbaut, werft ihr 13 Sekunden aus. Das heißt, ihr gewinnt tatsächlich genau eine Sekunde. Ja, jetzt muss man mal abwägen. Macht das Sinn, für eine Sekunde den ganzen Slot zu belegen? Nein. Ganz einfach nein. Ihr habt viel mehr Sinn, dieses System zu benutzen. Im Kampf gegen andere Zerstörer, im Kampf gegen andere Schiffe, wenn ihr im Nebel oder hinter einer Insel steht, könnt ihr sehr gut flankieren. Ihr habt einen guten Schussbogen, angenehm zu spielen. Von daher ganz klar, Nebel macht keinen Sinn, sondern hier die Zielsystemmodifikation. Für die eine Sekunde solltet ihr meiner Meinung nach das nicht riskieren und die Zielsystem da rauslassen. Gucken wir uns jetzt mal die Streuung an. Wir waren eben bei 104, jetzt haben wir 97 Meter, also da gewinnen wir doch schon ein bisschen Watt. Das Einzige, wo eventuell Sinn macht, das ist die einzige Überlegung, die man dabei noch haben kann, ist, ihr könnt aus höheren Geschwindigkeiten euren Nebelwerfer schon zünden. Ja, also ihr steht dann vielleicht früher in der Nebelwand und geht früher zu. Das ist das Einzige, wo man vielleicht drüber nachdenken kann. Nächster Punkt ist der Punkt 4 und ihr habt hier die Schadensbremsensystemmodifikation 2 oder eben die Steuergetriebemodifikation 2. Warum gibt es hier keine Antriebsmodifikation 2? Ganz einfach, die britischen TDs haben von Hause aus schon den Buff, dass sie schneller anfahren und schneller bremsen können, so wie die britischen Kreuzer das schon von Hause aus haben. Also sie vereinigen einiges. Ja, einzelne Torpedoabwurf und solche ganzen Geschichten kommen hier alles zusammen. Und deswegen gibt es hier nicht nochmal einen weiteren Buff. Ich persönlich denke ganz klar hier die Steuergetriebemodifikation, weil ihr seid ja in der Regel zu, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und deswegen macht es keinen Sinn, hier Brandbekämpfung oder Wassereinbruch die Erholungszeit zu reduzieren. Ihr habt in der Regel sowieso keinen Wassereinbruch, sondern wenn ihr einen Torp schluckt, dann seid ihr sehr, sehr stark beschädigt oder sofort versenkt worden. Eins von beiden. Also von daher lieber Steuergetriebe und versuchen, den Torpedos auszuweichen. Und damit wird die Ruderstellzeit nämlich um 0,7 Sekunden verringert von 3,6 auf 2,9 Sekunden. Im fünften Slot gibt es hier nur eine einzige Wahl und das ist bei einem Zerstörer Tarnsystemmodifikation. Es erhöht die Streuung der feindlichen Granaten um 5% und ihr geht 10% geringer auf.
Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr bei 7 Kilometern, sondern wir sind nur noch bei 6,3 Kilometern. Ganz, ganz klarer Vorteil für den DD, ihr wollt ja nicht gesehen werden. Nächster Punkt ist das Äußere. Das Äußere ist, fangen wir vorne links an mit der Tarnung. Aktuell gibt es ja einen Feldzug oder eine Sammlung, wo ihr diese Tarnung hier erspielen könnt. Ja, kostenlos erspielen könnt, wenn ihr die Sammlung vollständig habt. Die Royal Navy Destroyers nennt sich diese Sammlung. Ja, und wenn ihr die vollständig habt, dann spart ihr eben 2000 Dublonen. Von daher, ja, ich finde die ganz cool. Hat die gleichen Werte wie die Tarnung, die ihr standardmäßig mit dem DD mitbekommt, wenn ihr ihn dann freischaltet. Also, das ist die Tarnung. Sieht ganz lustig aus, wie ich finde. Und hat die Standardwerte, ne? Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%. Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht um 10% reduziert und EP nach dem Gefecht um 50% erhöht. Ist also quasi die Standard-Typ-C-Tarnung für jedes Schiff, ob nur Forschungsschiff oder ob nur Premium-Schiff. Dann kommen wir zu den Signalen. Welche Signale sind denn hier sinnvoll? Also die oberen beiden können wir schon mal weglassen. Ne? November Echo Set 7 mit dem Flakschaden und mit dem Sekundärkram habt ihr sowieso am Hut. Was interessant sein kann, ist India X-Ray, um die Brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen. Das machen wir jetzt hier mal. Dann der nächste Punkt, Juliet Whiskey Una One. Wenn ihr Torpedos trefft oder mit Torpedos trefft, wollt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den Wassereinbruch auf dem Feindschiff zu verursachen. Das heißt, diese Flagge nehmt ihr natürlich mit. Und Victor Lima, um auch da ein bisschen was an Wassereinbruchswahrscheinlichkeit und Brandwahrscheinlichkeit mitzunehmen. Der nächste Punkt ist, geht dann hier unten weiter. Ja, beseitigt das Risiko einer Magazindetonation von ihrem Schiff Juliet Charlie. Diese Flagge baut ihr auf jeden Fall auf euren DD ein. Das hilft und ist einfach eine Pflichtflagge für jeden DD-Fahrer. Dann könnt ihr meiner Meinung nach hier diese Sachen komplett rauslassen, weil ihr aus dem Verborgenen operiert. Ihr merkt, ich wiederhole mich, ne? Aus dem Nebel schießt und so eine Sachen. In der Regel hat man da mit Brennen, Flutung und so eine Sache nichts zu tun. Diese Sache hier macht sowieso gar keinen Sinn. Ihr habt keine Reparaturmannschaft. Was Sinn macht dann wieder, ist Sierra Mike, um eure Höchstgeschwindigkeit auf 37,8 Knoten zu pushen. Ja, und der Motorboost rechnet dann nochmal 8% drauf. Also dann seid ihr an den 40 Knoten dran. Und dann natürlich November Foxtrot. Verbrauchsmaterial ist 5% schneller parat für euch. Das heißt, Schadensbegrenzungsteam, Hydroakustik, Motorboost ist da. Und ihr könnt dann richtig ja, von den 5% partizipieren. Im Dogfight kann das manchmal die Entscheidung sein, dass das eben gerade dann parat ist und der andere möglicherweise noch nicht parat hat. So, das ist eigentlich die sinnvollste Flaggenauswahl oder Signalauswahl für dieses Schiff. Dann habt ihr noch zwei Slots frei, die könnt ihr dann bei den ökonomischen Signalen eben entsprechend platzieren. So, bei den normalen Flaggen brauchen wir uns gar keine Gedanken drum machen, da gibt es nichts Besonderes irgendwie bei dem Zerstörer. Das sind ganz normale Flaggen, die man sich eben auswählen kann. Und dann kommen wir schon zum Kapitän. Wie sollte man den Kapitän denn skillen? Ich habe mir jetzt hier mal meinen Jack Dunkirk genommen. Er ist ein 19er Kapitän. Der ist jetzt noch nicht fertig geskillt. Also der ist eigentlich für ein anderes Schiff geskillt, nämlich für Clan Wars. Und deswegen nehmt das bitte nicht für bare Münze, wie der jetzt ganz genau geskillt ist. Was macht denn Sinn auf diesem Zerstörer? Darum geht es ja jetzt. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist vorrangiges Ziel, um einfach zu sehen, wenn ihr offen seid, wie viele Gegner auf euch schießen, also euch auf euch visieren. Das heißt nicht, dass sie schießen, aber euch anvisieren, das macht durchaus Sinn. Wenn ihr vorrangiges Ziel nicht nehmen wollt, dann nehmt eben präventive Maßnahmen. Die beiden könnt ihr eigentlich frei auswählen, wie ihr das eben möchtet. Dann, angenommen, wir haben jetzt einen 10er Kapitän, dann hier oben halt einer der beiden. Nächste Reihe ist dann sofort mit letzter Anstrengung. Das wird euch dazu helfen, länger im Kampf zu bleiben und nicht manövrierunfähig durchs Meer zu treiben. Mit letzter Anstrengung ist eben das, wenn die Maschinen oder das Steuergetriebe Schaden erleidet, könnt ihr sie mit einem Malus weiter benutzen. Das heißt, ihr seid nicht komplett manövrierunfähig. Und das ist ganz, ganz wichtig als DD. Darum Pflichtskill Nummer 2 sozusagen oder Nummer 1 in der zweiten Reihe ist mit letzter Anstrengung. Dann haben wir 120 mm Kanonen und meiner Meinung nach sollten wir die 10% bei der Ladezeit, wohl die permanent vorhanden sind, immer wenn ihr die Hauptgeschütze benutzt, schießt ihr 10% schneller, wenn ihr diese Schießgrundausbildung mit drin habt. Und daher eine Pflichtskill, meiner Meinung nach, bei britischen Zerstörern sowieso, weil ja nachher die Kaliber sogar noch kleiner wird und dann die DDs noch schneller schießen können. Darum, wenn ihr bis T8 benutzt oder sogar bis T7, ist die Schießgrundausbildung immer Pflicht, ja. Davor muss man halt je nachdem abwägen, wie man den DD spielen möchte. Okay, Schießgrundausbildung ist in Slot 3 der erste Skill, den ihr dann
reinsetzt, dann habt ihr 6 Punkte vergeben und mit dem 10. Skill oder mit den nächsten 4 Punkten nehmt ihr auf jeden Fall den Tarnungsmeister und dann seid ihr nämlich bei euren 5,5 Kilometer, die ihr nur aufgeht und das ist der entscheidende Punkt. Dann habt ihr 10 Skillpunkte vergeben. Was ist dann das nächste, was durchaus sinnvoll sein kann? Fangen wir hier unten an, haben wir natürlich IFAE, um einfach noch ein bisschen mehr an Panzerung zu durchschlagen. Wir hatten vorher 19 mm und durchschlagen halt jetzt 25 mm. Das macht nochmal ein bisschen was aus. Es ist definitiv eine Überlegung wert. 19 mm auf anderen DDs macht ihr damit schon vernünftig Schaden. Ja, aber die 25 mm können dann auf die eine oder andere Struktur nochmal einen Ticken mehr Schaden machen. Und darum würde ich hier auf jeden Fall IFAE bevorzugen. Bei mir ist es natürlich sowieso drin, weil der Kapitän immer zwischen Daring und Lightning und hier eben der Cossack hin und her wechselt. Von daher ist das hier für mich auch ebenfalls ein Pflichtskill. Wenn ihr weiter schießen wollt und nicht mit den 11,9 Kilometer ausreicht, dann baut ihr hier noch die erweiterte oder verbesserte Schießausbildung ein. Ich persönlich finde das jetzt nicht so toll, so weit schießen zu können. Das ist nicht mein Spielstil, wenn ich so weit schieße. Von daher habe ich es hier auch nicht geskillt. Ich würde euch auch nicht unbedingt die Funkortung für Zufallsgefechte empfehlen. Die ist jetzt, wie gesagt, aufgrund der Clan-Gefechte mit drin. Im Slot 3 habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten, die euch helfen, länger im Gefecht zu bleiben. Und zwar, Experte der Überlebensfähigkeit ist auf DDs in Zufallsgefechten unheimlich wichtig. Ja, ihr habt ja ein T8-DD, gewinnt 350 Punkte pro Tierstufe des Schiffes. Das hilft euch also einfach, mehr Trefferpunkte zu generieren. Dann habt ihr möglicherweise Bock auf den Inspekteur, der euch mehr Hydroakustik, mehr Motorboost und mehr Nebel zur Verfügung stellt. Ich persönlich habe selten, dass ich wirklich alle 6 Nebelwolken ausnutze, ja, weil es im Gefecht einfach in der Regel so läuft, dass man so mehr als 5 brauche ich eigentlich selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann ganz oft Inseln mit benutzen und einfach auch aus der Geschwindigkeit feuern. Mit den 40 Knoten, mit denen man unterwegs ist, wird man oft auch unterschätzt. So, mit IFAE verliert ihr ja 1% Brandwahrscheinlichkeit. Den könnt ihr mit dem Sprengmeister zum Beispiel wieder ausgleichen und sogar noch 1% hinzugewinnen. Ja, also das wäre dann zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, den Sprengmeister zu skillen, wenn man auch nicht den Experten der Überlebensfähigkeit haben möchte. Ja, dann ist der Sprengmeister definitiv noch ein sinnvoller Tausch. Und ich habe natürlich auch noch eine Empfehlung für die zweite Reihe. Das wäre aus meiner Sicht Tausendsasser. Der ist hier sogar noch eine verbesserte Fähigkeit bei Jack Dunkirk. Ja, da könnt ihr dann am Ende mit der Flagge zusammen 15% an Ladezeit des Verbrauchsmaterials sparen. Das heißt, bei der Reparaturmannschaft, also beim Schadensbegrenzungsteam, beim Nebelwerfer, bei der Hydroakustik und beim Motorboost spart ihr 15% Aufladezeit. Das kann also auch ein sehr, sehr effektiver Skill sein. Elite-Schütze, so eine Sachen machen hier aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Und auf der kurzen Dauer des Nebels, aufgrund der kurzen Dauer des Nebels, jetzt nochmal langsam, der Nebelwandexperte ebenfalls nicht. Der vergrößert zwar den Bereich der Nebelwand, aber er ist eben nur ganz kurz verfügbar, der Nebel. Und daher macht das meiner Meinung nach auch wenig Sinn. So, und ich denke, das sind die Skills, die für euch am relevantesten sind für diesen Zerstörer. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen über die Straße helfen konnte für eine erste Grundskillung. Nachher skillt sowieso jemand immer einen Ticken anders, weil jeder so ein bisschen einen anderen Spielstil hat. Aber die Grundskillung ist, denke ich, damit klar geworden. Was kann ich denn zur Cossack sagen? Also, ich sage mal so, ne? Dadurch, dass man sich die Cossack aktuell noch erspielen kann mit dem Royal Navy Event, was vom Patch, was war das, 079, 0710 und 0711 dann jetzt hier im Finale ist sozusagen, konnte man sich Genäs erspielen und ja, man konnte 48 Stück quasi kostenlos sammeln, indem man in-game gespielt hat und musste sich noch 2 erkaufen. Es gab ein Sonderangebot für 89 Cent, da hat man dann die Genäs zusammenbekommen und dann hat man für 89 Cent hier einen T8-Zerstörer, der durchaus sehr, sehr viel Spaß machen kann. Also ich habe unheimlich viel Spaß mit dem Teil, fahre das Ding sogar eigentlich einen Ticken lieber als die Lightning noch. Auch wenn das Ding von der Dekadenz oder von der Dekadenz, von der Kadenz, meine Güte, was habe ich denn heute? Einen Ticken länger nachlädt, dafür hat es einen Turm mehr. Das ist vom Damage her schon ganz, ganz impressive. Also ich habe da schon viele geile Gun-Duelle gewonnen. Der hat einiges an Spaß bereitet. Ich finde es einfach angenehm zu fahren. Ist eine gute Manövrierbarkeit. Der Tarnwert ist super genial. Das macht super viel Spaß mit dem Teil.
auch sich mal hinter irgendwie einen kleinen Berg zu stellen und da dann drüber zu holzen. Die Brandwahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich hoch hier mit 8% jetzt im Moment. Also die haben wir jetzt wieder, obwohl wir bei IFAE 1% verloren haben, weil wir eben schon die Signalflaggen drauf haben. Ne? Ich kann euch nur sagen, es ist ein DD, der sich lohnt. Wenn ihr ihn nicht erspielen könnt, weiß ich eben nicht, ob ihr wirklich die Kohle von 35 Euro oder was das jetzt gekostet hat, das Schiff, als es im Premium Store war, ausgibt. Aber ihr macht eigentlich keinen großen Fehler, meiner Meinung nach. Also, das ist, er hat zwar weniger Torps, dafür ist er viel schneller wieder parat. Das ist so ein bisschen der Kit der Briten, ja. Auch wenn ganz klar hier die Reparaturmannschaft fehlt und die Flak fehlt. Aber es ist einfach trotzdem ein sehr, sehr gelungener DD, meiner Meinung nach. Also, hat so eine Verwandtschaft halt einfach irgendwie. Anders kann ich dazu gar nicht so richtig sagen. Die Turmdrehzeit ist mit 9 Sekunden sehr, sehr angenehm. Ja, da fehlen mir fast quasi schon die Worte. Das ist einfach, einfach ganz cool. Was, wie gesagt, nachteilig ist, ihr habt nur einen Torpedowerfer. Ihr habt bei den Trefferpunkten sicherlich eher das Nachsehen im Vergleich zu anderen Zerstörern auf der Tierstufe. Ja, und ihr habt keine 360 Grad drehenden Türme. Das heißt, ihr braucht einen Ticken länger, die Türme ausgerichtet zu haben, wenn ihr zum Beispiel gegen eine feindliche Lightning kämpfen müsst. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ich hoffe jetzt, dass euch das Video hier im Trockendock mit der Kosek gefallen hat, dass ihr ein paar Effekte mitnehmen konntet, also wie man sie skillt, ob es sinnvoll ist, das Schiffchen weiter zu erspielen, sich aus dem Arsenal dann für die Guineas zu holen, mehr oder weniger kostenlos oder nahezu kostenlos. Und wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr stark freuen. Schreibt mir auch gerne unter das Video, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, da können wir dann gegebenenfalls drauf eingehen. Und ja, ich lese so gut wie alle Kommentare, die ihr unter das Video stellt. Das ist hier immer sehr, sehr wichtig. Und antworte dann gegebenenfalls auch darauf, wenn ich dazu noch Fragen habe oder mich dazu äußern möchte. Ne? Also, bis dahin, ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Euer Seekrauts-Team, euer Marara. Ciao, ciao. Seekrauts.